Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mitten aus Ruhrpott und heute machen wir ein Review über ein schickes, schönes Lego Friends Set und zwar die 41 3x4. Und mehr dazu seht ihr nach dem Intro. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich dieses schöne Café Gebrauch gekauft, bei Let's Bricks im Livestream gebaut. Und da unten habe ich euch mal eine kleine Szene eingeblendet. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das dann aussieht. Also, das war im Livestream gewesen. Ich lasse noch ein paar Sekunden laufen. Wir haben zwei Anleitungen. So sieht das Ganze von vorne aus. Ja. So von hinten. Also nichts Besonderes. In dem kleinen Faltblatt hier haben wir die Teileliste. Und das kleine, grobe Kleinzeug, was hier steht. Und in der großen Liste wird das Café gebaut mit 97 Bauschritten. Ja, genau. Und Lego-typische Anleitung halt, ne? So. Wie gesagt, dieses Streams finden mal bei Let's Brick statt, der nächste auch bei mir. Wenn ihr Interesse habt, ich versuche sie vorher anzumelden und dann kommt ihr einfach mal rein. Dann können wir zum Beispiel auch direkt miteinander chatten. Ne? Alles klar. So, mit dabei sind drei Figürchen. Friends, typisch. Und zwar eine junge Dame. Und irgendwann kommt der Fokus auch. Jawohl, eine junge Dame, ein junger Herr und ein Kind. Und der werte Herr, das ist der erste ältere Herr, den ich in der Friends gefunden habe, der ist irgendwie typisch deutsch. Ne? Hausschlappen an, weiße Socken, Karo-Pulli. Da haben sie sich wirklich irgendwie einen Deutschen gesucht, glaube ich. Na ja gut, die kriegen auch noch ein 1-Minuten-Video. Von hinten sind sie unspektakulär, da ist nichts. Gut, schauen wir sie hier. Dann wurde im ersten Heftchen gebaut einmal dieser Picknicktisch mit einem ordentlichen Sandwich oben drauf. Ganz einfach gebaut. Ein Helm für die Dame, wenn sie auf dem Fahrrad sitzt. Hier dran käme jetzt eine 2x3 Fliese mit einem Aufkleber. Leider nicht dabei. Und dann haben wir hier dieses schöne Fahrrad. Dort haben wir ein Print, das zeige ich sofort. Hier so ein Mixer mit Zapfahren und zwei Slushies, würde ich sagen. Ja. Ganz nett gemacht. Allerdings konstruktionstechnisch hätte ich gerne hier noch ein bisschen Stütze gehabt. Was ich auch nicht so ganz optisch schön finde, hier hinten haben wir das Durchsichtige und hier haben wir grüne Leder. Ist aber so. Ansonsten, wenn man ein bisschen kippt, rollt auch. Ist nur, man merkt, ein bisschen wackelig. So. Dann kommen wir zu dem schönen Kaffee. Wir haben fronttechnisch hier sehr, sehr viel Platz. Ich habe da meine Kaffeetasse hingestellt. Hier ist kein, da ist kein Glas und hier ist kein Glas. Hier sind Scheiben, Tür. Und hier oben ist ein etwas größeres Sandwich und da ein schöner Slushy. Alles, was ihr sonst seht hier dran, sind Aufkleber bis auf den Kassenprint, glaube ich. So.
Ich fange mal hier an. Dort haben wir halt Weinreben und Salatanbau, Möhrenanbau, also alles voll biologisch, nur davor halt leer. Daneben haben wir, ja, ich sag mal, ich würde sagen, so eine Sandwich-Bar, also Verkaufstresen für draußen. Da kommt der Laden zum Reingehen, wobei man die, die Tür auch nach außen aufmachen kann. Ja, und hier ist ein Slushy-Stand. Das heißt also, hier zum Mitnehmen, da zum Mitnehmen, hier zum Reingehen. Hier oben schön das Slushy und das Sandwich. Das ist die Tiefe. Geht auch. So, dann sieht man hier den Slushy-Automaten. Da die Kasse. Dann haben wir eine Sitzgelegenheit. Dann sehen wir hier richtig ordentlich dicke Sandwiches. Und hier haben wir dann den Platz zum Sandwich machen. Und wir sehen unten auch ein Sandwich im gläsernen Backofen. Ja, und hier, das ist die Erntestation, würde ich sagen. Zum Spielen eigentlich eine genügend Tiefe vorhanden, ist okay. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn das hier ein bisschen weitergegangen wäre. Und hier vielleicht auch noch ein bisschen. Aber man kann zumindest die Figuren hinsetzen, auch wenn es so ja, zwischen 2 bis 6 Noppen ungefähr ist. Was ich positiv hervorheben möchte, ist, dass die Farben relativ angenehm sind, also jetzt nicht übertrieben, finde ich jetzt. So. Messe das gute Stück mal aus. Wir haben eine Breite von 27 cm. Und eine maximale Tiefe von 12 cm. Und auf der Höhe kommen wir so ungefähr auf 14 cm. Ist eigentlich ein, oder? Ein ganz schönes Set und Modell. Wie gesagt, ich habe es gebraucht gekauft und leider habe ich viele Teile bekommen, nicht nur diese Fliese, sondern hier drin auch ein 1x1 groß. Da habe ich ein bisschen mit Meilenstein gemacht. Hier oben fehlte mir eine Fliese, da fehlte mir ein Teil, was ich alles mit meinen Teilen auffüllen musste. Darum sieht man hier zum Beispiel hier den dunklen Streifen. Und wenn man ganz genau guckt, hier auch dunkel, sollte weiß sein. Entweder finde ich diese Teile noch oder ich musste mir halt bei Brickling bestellen. Denn bevor ich dieses Set wieder weitergebe, werde ich es zumindest mit den Teilen versehen, möglichst in den korrekten Farben. Damit der nächste auch viel Spaß damit hat. So, jetzt schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr von diesem Set haltet, wie euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ein Abo ist auch schön, wenn ihr noch keins habt. Und ansonsten bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo ihr mehr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.